Herr Kruschewski, Sie kommen gerade aus dem Urlaub zurück. Nun gab es in dieser Zeit ja eine Menge Schlagzeilen, zum Beispiel die Linke vor der Spaltung oder Verbot für die Linkspartei gefordert. Oder in Mecklenburg-Vorpommern im Wahlkampf wurde der Bundesvorsitzende Ernst ausgeladen. Kriegen Sie sowas im Urlaub mit und beschäftigen Sie sich damit? Also natürlich bekomme ich auch die Informationen, die wichtig sind, auch im Urlaub übermittelt. Ich gebe aber zu, dass ich die 14 Tage, die ich im Sommer mit meiner Frau im Urlaub bin, tatsächlich nutze, um zu erholen. Ich bin seit Jahren in der ungarischen Pusta, kurz vor der ukrainisch-rumänischen Grenze in Hortobágy. Und hier ist die Welt noch ein bisschen anders. Und das nutze ich einfach, um zu entspannen an der Stelle. Aber die wichtigsten Dinge bekommt man natürlich auch im Urlaub mit. Versauen alle bei den Urlaub nicht? Nein, das Urlaub lasse ich mir nicht versauen. Ich glaube, wir haben als Politikerinnen und Politiker sonst sehr viel Zeit, um uns mit diesen Fragen zu beschäftigen. Es ist aber auch wichtig, tatsächlich auch mal die Füße baumeln zu lassen und sich zu entspannen und den Kopf wieder frei zu bekommen, um die neuen Aufgaben dann auch mit verstärkter Kraft angehen zu können. Ja, man muss ja auch Kraft tanken für die nächsten Dinge, die da kommen. Das sind zum Beispiel Schlagzeilen, die wir immer lesen. Die Linke vor der Zerreißprobe, manchmal mit Fragezeichen, manchmal ohne. Die beiden Vorsitzenden, Bundesvorsitzenden Ost und West, die sind ja nicht ganz unbeteiligt an diesem Problem. Wie schätzen Sie selbst den Zustand der Partei ein? Also wir sind noch eine sehr junge Partei. Sie wissen, wir sind 2007 entstanden aus der ehemaligen PDS und der Protestpartei WASG. Zwei Parteien, die auch aus sehr unterschiedlichen Herkünften herauskommen. Einmal aus der ehemaligen PDS, wie gesagt, viele Mitglieder der ehemaligen SED, aber der Protestpartei und auf der anderen Seite der Protestpartei WASG, vor allen Dingen aus dem westlichen Teil der Bundesrepublik, viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, viele ehemalige enttäuschte Mitglieder der SPD und auch der Grünen. Und es ist ein Prozess des Zusammenwachsens auch dieser Partei, auch heute noch. Ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren seit 2007 sehr viel erreicht, sehr viele Diskussionen geführt. Wir haben eine starke Bundestagsfraktion. Wir sind in mittlerweile fast allen Landtagen vertreten mit starken Fraktionen. Wir haben eine starke Partei. Wir haben aber immer noch natürlich auch unterschiedliche Sozialisationen. Und das spiegelt sich auch in den jeweiligen Diskussionen wieder, die geführt werden. Auf der einen Seite haben wir die ehemaligen Mitglieder der PDS, die ganz stark in den östlichen Landesverbänden verankert sind, die natürlich hier auch die Ostidentität widerspiegeln. Und auf der anderen Seite die drängenden neuen Mitglieder, die hinzugekommen sind bei der Fusion mit der WASG aus den westlichen Bundesländern. Und das ist eine Symbiose, die natürlich zusammenwachsen muss. Und das ist noch lange nicht geschehen. Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Zum Beispiel der nächste Parteitag bereitet sich vor. Wie werden Sie denn Ihre Genossen auf den nächsten Parteitag vorbereiten? Neben verschiedenen Meinungen zum Parteiprogramm werden ja auch Themen diskutiert wie Anerkennung des Staates Israel. Für den Außenstehenden ziemlich unverständlich. Wie gehen Sie damit um? Also die Linke hat eine sehr breite Diskussionskultur. Nicht umsonst haben auch Plattformen und Strömungen in der Linken immer einen Platz gehabt und werden auch immer einen Platz haben. Wir haben in Thüringen eine breite Diskussion angeschoben und zum Parteiprogramm. Und wir haben immer, sind immer dafür eingetreten, dass es auch eine Diskussion zwischen den unterschiedlichen Bundesländern gibt. Nicht umsonst haben wir beispielsweise auch als Thüringerinnen und Thüringer im Frühjahr diesen Jahres, also im Februar, eine gemeinsame Konferenz durchgeführt zur Programmdiskussion mit den hessischen Genossen, mit den Genossinnen und Genossen aus Rheinland-Pfalz und aus dem Saarland, um deutlich zu machen, dass es tatsächlich darum geht, ein gemeinsames Parteiprogramm auf den Weg zu bringen. Und wir als Thüringerinnen und Thüringer haben zum Entwurf des Parteiprogramms 28 Änderungsanträge gestellt, die in einer breiten Diskussion in der Partei in Thüringen diskutiert wurden, die auf einem kleinen Parteitag von Landesausschuss, von Kreisvorsitzenden, von Landesvorstand, von Basis beschlossen wurden, mit einer ganz großen Mehrheit und dann eingereicht wurden. Und wir werden diese Diskussion jetzt natürlich auch noch weiterführen in den Gebietskonferenzen. Es wird in allen Kreisen Kreiskonferenzen geben vor dem Bundesparteitag, die sich unter anderem auch natürlich mit der Vorbereitung dieses für uns wichtigen Bundesparteitages zur Programmatik beschäftigen werden. Und die Delegierten werden dann von ihrer Basis natürlich auch die entsprechenden Aufträge erhalten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Erfurt hier einen guten Bundesparteitag bekommen werden, der mit klaren Positionen auch unsere Programmatik deutlich machen wird.
Herr Kruschewski, wenn wir von Schlagzeilen reden, müssen wir auch über den Euro-Rettungsschirm, Schuldenkrise und so weiter diskutieren. Haben die Linken da eine andere Lösung als die, die zurzeit diskutiert werden? Also ich glaube, andere Lösungen hat die Linke auch nicht. Wir sagen ganz klar, wir brauchen ein einheitliches Europa. Wir brauchen ein einheitliches Europa, aber nicht so, wie es beispielsweise derzeitig die Beschlusslage von Lissabon ist. Der Lissabon-Vertrag ist nicht der Vertrag, der aus unserer Sicht die Entscheidung ist für ein zukünftiges, für ein zukunftsfähiges Europa. Aber wir sagen deutlich ja zu Europa an dieser Stelle. Und wir müssen alles dafür tun, dass Europa tatsächlich ein starkes Europa wird, dass wir gemeinsam die Länder nicht gegeneinander ausspielen, sondern dass die Länder auf gleicher Augenhöhe in dieser Europäischen Union zusammenarbeiten. Nun kostet das Ganze aber auch den Steuerzahler letztendlich Milliarden und Abermilliarden. War der Griff zum Euro vor Jahren eine Fehlentscheidung vielleicht? Also ich persönlich glaube das nicht. Der Euro war sicherlich eine gute Entscheidung. Die Frage ist immer, inwieweit waren die oder sind die entsprechenden Länder, die nach und nach hinzugekommen sind, schon durch die stärkeren Länder so weit überhaupt hineingebracht worden, dass sie diesen Euro auch standhalten können. Das liegt jetzt natürlich an den starken Ländern wie Frankreich, wie Deutschland mitzuhelfen, dass Länder, die derzeitig in der Krise sind, aus dieser Krise herauskommen. Das ist der Solidargedanke, der noch verstärkt werden muss. Und ich glaube, da haben wir als deutsches Mitgliedsland auch eine hohe Verantwortung. Kommen wir nochmal zurück nach Thüringen. Auch in Ihrer Partei gibt es ja die Debatte Trennung Amt und Mandat. Wenn Sie sich entscheiden müssten, Landesvorsitzender oder im Landtag mitzuarbeiten, wie würden Sie sich entscheiden? Also ich glaube, diese Entscheidung kann man so nicht nennen oder kann man so nicht nehmen. Das ist immer auch eine Sache, wie die Mitglieder unserer Partei, die Delegierten, dazu stehen. Ich glaube, der Landesvorsitzende kann man nicht entgegensetzen zu einem Landtagsmandat. Ein Landesvorsitzender mit Landtagsmandat hat eine wichtige Funktion, genauso wie auch ein Landesvorsitzender ohne ein Landtagsmandat eine wichtige Funktion haben kann und auch eine wichtige Funktion hat. Das ist immer von einer bestimmten Situation abhängig und inwieweit die Basis natürlich auch bestimmte Dinge an dieser Stelle dreht. Dass es Diskussionen zu Trennung von Amt und Mandat in der Partei gibt, die sind nicht neu. Diese Diskussionen hat es schon Anfang der 90er Jahre gegeben, auch in der alten PDS. Die wird es immer wieder geben. Und ich glaube, es ist aber auch gut, dass man sich natürlich immer wieder die Frage stellt und auch hinterfragt, was ist für die Partei die beste Lösung? Wie und in welcher Form kann man die Partei am besten nach vorne bringen? Wie kann man helfen, die Partei weiterzuentwickeln, zu einer modernen Partei, in einer modernen Partei wirken? Und wie kann man am besten die Möglichkeiten nutzen, um auch mit Partnerinnen und Partnern im Gespräch zu sein, in der Öffentlichkeit die Diskussion weiter zu befördern, um neue Wege zu beschreiten, um eine andere Politik in Thüringen möglich zu machen? Sie sind im Landtag die größte Oppositionsfraktion, bringen viele Anträge ein. Die meisten werden abgelehnt. Wird man dann nach Jahren nicht irgendwann müde? Wir hatten in dieser Legislaturperiode auch schon mal ein Erfolgserlebnis. Erstmalig seit 19 Jahren ist ein Antrag der Linken oder der PDS und Linken angenommen worden im Thüringer Landtag. Also wir haben das schon mal als ein Erfolgserlebnis gesehen. Aber nein, wir werden nicht politikmüde an dieser Stelle. Und ich selber kann auch sagen, der ja erstmalig in dieser Legislaturperiode im Thüringer Landtag vertreten ist. Ich finde es wichtig, immer wieder Positionen der Linken einzubringen in den Thüringer Landtag. Und links wirkt ja auch, wenn man sieht zum Beispiel das Volksbegehren für eine andere Familienpolitik oder wenn man jetzt sieht 23.000 Unterschriften für gerechte Kommunalabgaben, für ein erneutes Volksbegehren. Oder aber die Frage eines Vergabegesetzes, welches die SPD aufgenommen hat. Die Frage Mindestlohn, die auch in Thüringen diskutiert wird, im Wirtschaftsausschuss und in den Reihen auch der Regierungsfraktionen. Dann glaube ich, links wirkt, auch wenn die Anträge der Linken nicht immer zu 100% angenommen werden. Aber links wirkt in Anträgen auch der anderen Fraktionen. Und wir werden weiter natürlich ganz stark versuchen, unsere Positionen auch in den Thüringer Landtag einzubringen. Und ich gehe davon aus, wir müssen hier nicht immer auf der Oppositionsbank sitzen. Wie gut ist denn eigentlich die Zusammenarbeit der drei Oppositionsparteien?
Also das ist auch sehr unterschiedlich ausgeprägt und ich muss auch ganz deutlich sagen, das hängt natürlich auch von entsprechenden Themenstellungen ab. Sicherlich gibt es zwischen der Grünen Partei, zwischen Bündnis 90, den Grünen und der Linken mehr Übereinstimmungen als zwischen der FDP und der Linken. Ich glaube, das ist schon einmal ganz klar bedingt durch die Parteien in ihrer ganzen Rolle, die sie auch in dieser Gesellschaft führen. Aber es gibt durchaus Abstimmungen, die auch geführt werden, zum Beispiel zwischen Bündnis 90, den Grünen und den Linken oder aber auch, dass wir gemeinsame Anträge einbringen in die Ausschüsse, Selbstbefassungsanträge, die durch eine der drei Oppositionsparteien gar nicht alleine gestellt werden können. Die gehen nur, wenn mindestens zwei Oppositionsparteien diese Anträge einbringen an der Stelle. Herr Kroschewski, als Beobachter hat man ja manchmal so den Eindruck, dass es um die Linke, besonders im vergangenen Jahr, etwas ruhig geworden ist, auch um Bodo Ramelow als Fraktionsvorsitzenden und so. Täuscht das oder ist das die Ruhe vor dem großen Sturm, zum Beispiel der nächste Wahlkampf? Also ich glaube, das täuscht schon gewaltig. Auch wenn ich mich an Ihre Frage von vorhin erinnere, innerhalb der Linken die Diskussionen, die auch geführt werden. Wir haben eine Parteidiskussion, die geführt wird, auch über eine Parteientwicklung. Und wir haben Diskussionen, die über Inhalte geführt werden. Und wenn ich sehe, dass wir ein ganzes Programm aufgelegt haben, welches sich damit befasst für eine Verwaltungs-, Kommunal- und Gebietsreform. Wenn ich da sehe, dass wir ein Programm aufgelegt haben für die Erhaltung der Kulturlandschaft in Thüringen. Wenn ich sehe, dass wir Thüringen zum modernsten Energieland machen wollen. Zurzeit läuft gerade eine Thüringer Energietour der Linken. Wenn es darum geht, E.ON zu kommunalisieren an der Stelle, dann ist es nicht ruhig geworden um die Linken. Wir befassen uns wirklich mit Sachthemen an dieser Stelle, bereiten uns intensiv auch auf die nächsten Jahre vor. Wir haben ein Programm, einen Strategieparteitag am 28. Mai diesen Jahres in Sömmer da gehabt, wo wir klar unsere Ziele abgesteckt haben für die Jahre 2012 bis 2014. Wir gehen jetzt daran, vor allen Dingen uns darauf vorzubereiten, 2012 die Rathäuser zu erobern. Wir wollen Politik aus den Rathäusern herausmachen. Wir wollen mindestens eine Landrätin oder einen Landrat erstmalig in Thüringen stellen. Also ich glaube, es ist nicht ruhig um die Linke. Wir bereiten uns gut vor. Wir haben inhaltliche Dinge, die wir in die Diskussion eingebracht haben. Wir sind darauf vorbereitet, uns in die politische Auseinandersetzung mit den politischen Konkurrenten zu begeben. Christoph Matschi hat in seinem Sommerinterview angekündigt, dass er der nächste Ministerpräsident in Thüringen sein will. Gibt es in Ihrer Partei auch schon Spitzenkandidaten mit ähnlichen Ideen? Also ich denke, bei uns gibt es nur die Idee, dass wir als Linke durchaus den nächsten Ministerpräsidenten oder die nächste linke Ministerpräsidentin hier in Thüringen stellen wollen, um tatsächlich einen Politikwechsel hier in Thüringen möglich zu machen. Aber wer das sein wird, das entscheiden zum entsprechenden Zeitpunkt die Gremien. Okay. Herr Kroschewski, in Thüringen bereiteten sich alles auf den Papstbesuch vor im September. Ein großes Ereignis für Christen und Nichtchristen. Es gibt auch schon die Gegendemos, die angekündigt und angemeldet sind. Was bedeutet Ihnen der Papstbesuch ganz persönlich hier in Erfurt? Also ich freue mich für meine katholischen Freundinnen und Freunde, die ich habe, dass ihr Oberhaupt der katholischen Kirche hier in Thüringen ist. Ich würde mich auch freuen für meine evangelischen Freundinnen und Freunde, wenn es tatsächlich zu einer Ökumene kommen würde und zu einer Diskussion zwischen den Kirchen und zu einem möglicherweise auch gemeinsamen Abendmahl. Das würde tatsächlich etwas bewirken, auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung heute. Und ich muss sagen, ich kann auch durchaus die Proteste verstehen, die angekündigt sind und die gegen den Papstbesuch protestieren wollen. Weil ich glaube schon, dass sich auch die katholische Kirche fragen lassen muss, ob ihre Positionen zum Beispiel zu gleichgeschlechtlichen Ehen, zu Homosexualität, zur Rolle der Frau in der heutigen Gesellschaft nicht nur hinterfragenswürdig sind, sondern tatsächlich, ob sie in dieser Gesellschaft heute tatsächlich noch so tragbar sind. Ich glaube das nicht. Und deshalb sind diese Proteste aus meiner Sicht durchaus auch berechtigt. Vielen Dank, Herr Kroschewski. Bitte schön.